Weiter mit Spellforce Conquest of Ea und wir stürzen uns gleich rein in einen Kampf. Jetzt sofort und augenblicklich. Einmal Attacke hier vorne. Mit unserer Armee. Hier will ich rein in die Pforten des Todes. Wir finden einen rohen, in Stein gehauenen Eingang zu einer Krypta. Symbole zu beiden Seiten deuten an, dass dies eine Begräbnungsstätte eines Orkstamms war. Der muss hier vor langer Zeit gelebt haben. Zu eurer Überraschung finden sich am Tor Spuren, dass es aufgebrochen wurde, allerdings von innen. Splitter von Holz und Knochen bedecken die Schwelle und führen weg von der Krypta. Zwischen ihnen finden sich immer wieder mal dunkle Flecken, vielleicht getrocknetes Blut. In der kühlen Katakombe findet ihr zahlreiche flache Gruben, in denen die Toten liegen sollten. Jetzt sind sie leer, jetzt sind sie verlassen. Nur ein paar Münzen und andere Grabbeilagen liegen noch herum. Angesichts der zerbrochenen Türe sieht es so aus, als wären die Toten ihrem ewigen Schlafe entflohen. Wohin sie aufgebrochen sind, könnt ihr nur erahnen. Wir nehmen alles von Wert mit oder hauen ab. Wir nehmen alles von Wert mit, egal ob es zu einem Kampfe kommt oder nicht. Manch einer mag zögern, die Besitztümer von Toten an sich zu nehmen, ich nicht. Aber es sind ja auch keine mehr da, sind ja alle weggelaufen. Durch Zufall finden wir auch noch eine Glyphe und ein paar Pelze, 10 Gold und Geld und eine größere Glyphe Eule plus 10 Forschung als zusätzliche Beute nach jeder Schlacht. Das ist ja mega cool. Und da unten geht's noch weiter? Ich bin ja sowas von schwerst begeistert. Wir haben nur einen Glyphenplatz frei. 10 Forschung. Als Beute nach jeder Schlacht? Na, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Da habe ich was Besseres vor. Wir haben doch noch eine zweite Armee im Norden und die steht unmittelbar vor einer Schlacht. Pia, Pia die Wortgewandte und Schwatzhafte. Die Frage ist, Leute, können wir die Glyphen, jetzt dürft ihr mich einmal spoilern, die können wir doch jederzeit wieder wechseln. Gibt es da einen Cooldown? Gibt es da einen Cooldown, Leute? Nee, da können wir doch eigentlich beim Micromanagement die immer hin und her schieben, oder? Einverstanden? Die wird zerstört? Wo steht das, dass die zerstört wird? Weil sie eine Zutat ist? Glyphen kann man nicht auf normale Weise wechseln, aber ja, mit irgendwelchen Forschungen und so weiter. Okay, das war's, top! Da unten steht's ja. Beim Entfernen oder Ersetzen einer Glyphe wird diese zerstört. Okay, vielen Dank. Vielen Dank an den Chat-Zuschauer Mr. Tooltip oder Miss Tooltip. Danke für den Ratschlag. Spoiler Ende. Spoiler Ende, das war's wieder. Spoiler Ende, bitte. Ja, dann machen wir das anders. Weil Pia traue ich nicht so viel zu wie dem Kollegen unten. Deshalb machen wir das lieber bei dem Herrscherrn unten hier. Morphles Müller überschlägt sich. Vor Eifer. Dann machen wir das lieber hier vorne und dem geben wir die Glyphe hier. Er hat ja auch die andere mit mehr XP-Bonus. Und hier vorne ist unser Irrlicht weiter. Ah, das hat schon gezogen. Und hier wollten wir noch ein bisschen Dinge aufdecken. Ja, war doch auch ein Alpha-Knoten. Genau, der hier vorne, aber da musste erstmal ein Trupp hinschicken. Hinfahren. Hinfliegen. Hinlaufen. Fahren. Schauen, was wir hier noch so alles finden. Oh, oh. Da steht eine große, finstere Armee drin. Von Orks und andere Gestalten. Jetzt komme ich nicht mehr, jetzt bis zu dem Pferd des Feengras ist eh egal. Okay, nächste Einheit bitte. Kann noch ein Feld nach unten ziehen und macht das bitte auch.
Und mit denen hier wollten wir einen Angriff durchführen. Hier drauf bitte, ne? Ja, nächste Runde. Können sich schon nicht mehr bewegen. Toll. Mit denen könnten wir jetzt in das zwergische Windkraut rein, um unsere einen Bewegungspunkt zurückzubekommen. Haha, sehr geistreich, sehr witzig. Rüstung haben wir noch keine, unter anderen Geschichten. Nee, nee. Hier vorne geht's lang. Und langfristig wollten wir nochmal nach Windholme zurück und Sachen kaufen gehen, aber Geld ist ja alle. Wir wollten einmal nach Osten. Oh, oh, was denn da? Oh, nein, was? Wie? Ein Turm des Zirkels. Die Gruppe, die ihr entdeckt habt, trägt das Banner eines der Zirkelmagier. Es ist mit dem Bild einer großen, weißen Harfe geschmückt. Das Instrument wird von einer Bardin gespielt, die aus einer Vielzahl von Personen aller Geschlechter zu bestehen scheint. Zu ihren Füßen tanzen Lebende wie Tote auf einem Berg von Gebeinen. Schattenhafte Gestalten scheinen sich in den Falten des Banners zu bewegen, als würden sie es um es herum tanzen hier. Oh, die Dame hier. Bevor euch erscheint das Abbild einer Frau in langen Roben, fließendem rotem Haar und faszinierenden Augen. In faszinierenden Augen, mit faszinierenden Augen, begleitet vom Duft eines warmen Sommerregenschauers. Sie begrüßt euch mit einer spöttischen Verneigung. Ihr seid also eine neue Magier, wegen dem alle so aufgebracht sind. Ich bin Janna, die Sängerin. Schön, euch endlich kennenzulernen. Sie unterdrückt ein leises Kichern. Oh, ihr werdet mich viel, viel zugänglicher finden als die anderen, das versichere ich euch. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt, was ihr alles schon erreicht habt. Ich bin sicher, ihr könntet eine Freundin gebrauchen, die euch hilft, die vor euch liegenden Herausforderungen zu meistern. Wer weiß, wenn wir uns erst richtig gut kennenlernen, kann ich euch vielleicht noch das ein oder andere beibringen. Allein, dass ihr mich treffen durftet, muss schon eine echte Inspiration für euch sein. Selbstbewusst ist die Dame schon mal. Im Ernst, ja, ich mache Bilder von den Rechtschreibfehlern. Ich habe bei jedem der drei Bilder einen kleinen Fehler entdeckt, hier einen stilistischen Fehler, vorher Rechtschreibfehler. Dann mache ich immer einen Screenshot aufs Team und schicke ich dem Jan Wagner rüber. Genau, richtig erraten, das ist wirklich. Von jedem Fehlerchen mache ich gerade kurz einen Screenshot, im Ernst. Damit beim nächsten Patch ihr das alles nicht mehr sehen müsst. Ich danke euch für euer großzügiges Angebot. Sie kichert und ihr könntet schwören, dass ihr kleine Glöcklein läuten hört. Nun, ein gewisses Maß an Höflichkeit einer Dame gegenüber ist nie verkehrt. Wenigstens wisst ihr, wie man sich zu benehmen hat. Ich bin sicher, wir beide werden uns in Zukunft noch öfter sehen. Oh, ich habe noch einen anderen Fehler übersehen. Asche auf mein Haupt. Mit diesen Worten verschwindet ihr Bild und alles, was bleibt, ist der Duft nach Blüten und nach Sommerregen. Das ist ihr Zauberturm hier. Der Turm des Zirkels. Wir könnten reinfliegen. Unser Verhältnis ist ein sehr gutes. Wir sollten beim Rundenwechsel nicht innerhalb der Grenzen sein, sonst gibt es immer Ärger. Ich würde das gerne umfliegen. Dafür ziehen wir tatsächlich in das zwergische Windkraut rein und dann oben lang einmal drumherum. Das können wir machen. Ob das B in WB für Beta-Test steht, könnte sein, ja. Wir ziehen hier wieder bitte einmal wieder rein. Das hat sich ja voll gelohnt. Hier oben können wir... Da ist ein Trupp von ihr. Boah, sind die stark. Und das holen wir uns gleich. Einen versteckten Schatz. Ich hoffe, den schnappt sich niemand vor unserer Nase weg.
So, mit dem Turm. Die Armee bleibt weiterhin mit denen. Ziehen wir gleich hier rein. Die setzt nochmal eine Runde aus. Mit allen haben wir einmal gezogen. Wer könnte nochmal ein Irrlicht auf Vorrat oben reinpacken? Ein Irrlichtzauber. Ja? 18 ist teuer. Wir haben schon drei Irrlichter, die unterwegs sind. Wir brauchen kurzfristig keines. Kurze Erinnerung, die brauchen wir erstens zum Scouten. Zweitens brauchen wir die aber. Das ist noch weitaus wichtiger, um mit den Allfeuerknoten zu verschmelzen. Einer ist hier vorne. Einer ist hier links. Pardon. Einer ist hier. Wo ist der andere gewesen? Und einer ist hier. Ah, den nutzen wir schon. Den wollten wir nutzen. Und einer war wo? Hier unten. Die beiden. Und die Armee, die gerade bei uns rumzieht, die kann nur einen nach dem anderen sich holen. Wir haben hier schon ein Irrlicht unterwegs. Also wir haben kaum noch Mana. Wenn irgendein Event kommt, bei dem man Mana ausgeben kann für einen positiven Eventausgang, ich lasse das bleiben. Man kann es auch übertreiben hier. Ja. Ich habe genug gescoutet hier. Eine Runde weiter, bitte. Wir haben eine Goldader abgebaut. 20 XP für die Einheit, die es geschafft hat, und 3 Goldnuggets. Wir können übrigens auch Zutaten, die wir nicht mehr brauchen, verkaufen im Zauberturm. Und dann gibt es für uns mehr Gold. Magisches Wasser haben wir auch bekommen. Potentes Wasser haben wir erhalten. Aria. Ist das nicht eine Heldin? In einer anderen Legende? Aria Trinkenfertigkeit, Fokus, Regeneration, bla bla bla. Und noch mehr XP. Sehr schön. Und mit ihm hier, der kann ja auch schwimmen. Hier das Windkraut, Weizen, das können wir ernten. Und das magische Wasser können wir ernten. Also, wir können hier rein und sind für eine Runde früher fertig. Also können wir eine Runde früher hier oben wieder mit anfangen, ja. Und einmal diese Pflanze ernten, bitte. Ein Vampir-Akolyt hat sich uns angeschlossen, eine mega starke Einheit. Und der wäre sogar deutlich stärker als dieser kleine Goblin hier. Den können wir auch rausnehmen. Ich würde den Kampf hier oben gerne mit ihm hier machen. Einmal hier vorne rein. Jetzt haben wir eine 357er Armee. Einmal hier drauf und einmal eine fette Schlacht machen, bitte. Ja? Beim Betreten der Ruinen erinnert ihr euch an einige Lektionen eures Meisters zu den Formern. Er hat euch erklärt, dass sie die Ersten waren, die das Allfeuer entdeckten, aber auch die Ersten, die seine Verlockung spürten. Sie erlagen derselben Gier, die alle erfasst, die sich der Flamme zu weit nähern. Zu weit nähern, zu nah nähern. Ein Screenshot, eine Fehlermeldung für ja. Rückblickend erkennt ihr, dass er das nur gewusst haben kann, wenn er dasselbe erlebt hat. Pass. Ich würde gerne zwei Screenshots machen. Also das ist nicht wahr. Ist egal, komm. Schließlich war es das, was euch hierher geführt hat. Also dasselbe ist Quatsch. Das sagt man einfach nur das. Vielleicht könnten wir etwas ihrer Selbstkontrolle erlernen oder erstmal die Geschichte sich anhören. Erinnert euch an eines der Bücher, das euch euer Meister während der Ausbildung zum Lesen gegeben habt. Es berichtete, es waren die sogenannten Marvel Comics, von den bemerkenswerten Leistungen der ersten humanoiden Spezies auf Eo, den Formern. Ich muss noch einen Screenshot machen. Ich weiß, ich bin so korinthenkackerisch, aber es ist ein Genitiv, der Former.
Nicht den Former. Es tut mir leid, aber es ist halt so. Diese gotteartigen Wesen entstanden aus einem Lebenssamen, den der Allvater Aonir vor tausenden Jahren der Welt eingepflanzt hatte. Ihre Kenntnisse der Magie und ihrer Funktionsweise waren so tiefgehend, dass sie Meisterwerke wie diesen Palast mit einem beiläufigen Gedanken erschaffen konnten. Ja, du suchst die vielen einsamen Räume, die einst eine Bibliothek gewesen sein müssen, als ihr auf einen langen, ich will nicht noch mehr auf Korinthenkacker machen, als ihr auf einen langen, von Statuen gesäumten Korridor stoßt. Einige sind von Rissen durchzogen. Einige sind in Stücke geschlagen. Wieder andere sind nahezu perfekt erhalten. Am Ende des Ganges führt eine Tür in ein großes Studierzimmer voll von Schreibtischen, auf denen sich Notizen und Tintenfässer sammeln und Bücher und Bücher. Reihe um Reihe an hervorragend erhaltenen Büchern. Entschuldigung, ich kann nicht aus meiner Haut. Sollen wir eine Statue zerschlagen? Warum? Vielleicht, weil ein Schatz drin ist. Wir untersuchen die zerbrochenen Statuen erstmal. Ach so, weil jemand reingekommen ist und jemand hat die bewusst zerschlagen, weil Schätze drin sind? Wäre so eine Pokerei. Deshalb könnten wir noch ein paar zerdreschen, in der Hoffnung, dass Schätze drin sind. Aber weiter rennen machen wir nicht. Ja Leute, was machen wir? Die können kaputtgeschlagen worden sein von Leuten, die darin Beute vermuten. Nur, wenn nicht alle zerschlagen sind, dann weist es eher darauf hin, dass irgendwelche Vandalen da waren, irgendwelche Leute, die sich halt ausgetobt haben. Weil jemand, der systematisch alles plündert, der zerschlägt doch alle und nicht nur einige der Statuen. Deshalb untersuchen wir die Zerbrochenen. Etwas an der ersten unversehrten Statue, die ihr findet, weckt eure Aufmerksamkeit. Ihr Sockel ist mit winzigen Kritzeleien versehen worden, die aus euch unbekannten Symbolen und Glyphen bestehen. Ja, hier muss es ein Geheimnis zu entschlüsseln geben. Nein, ich komme nicht weiter, ich will wieder kommen. Jetzt oder nie. Komm, wir schubsen die runter. Ihr gebt der Versuchung nach, stoßt einer Statue von ihrem Podest mit einem lauten Krachen, zerspringt sie am Boden und ein wispernder Schatten entweicht. Ein flüchtiger wispernder Schatten entweicht. Ein flüchtiger wispernder Schatten entweicht aus seinem steinernen Gefängnis. Habt ihr das auch gehört? Das war ganz schön gruselig. Hab nur ich das gehört? Ich habe gerade was ganz Schauriges gehört hier. Okay, wir sollten keine weiteren anrühren. Zerstört sie alle? Ich zerstöre keine mehr. Nee, komm. Ihr habt nichts gehört, alles gut. Ich habe auch nichts gehört. Auf halbem Weg den Gang entlang überschreitet ihr eine unsichtbare Schwelle und spürt eine Welle an Magie und an Macht. Auf einmal ergießen sich Phantome lang vergessener Zeiten aus den Statuen, ihre Gesichter von Hass und Gewalt gezeichnet. Kämpft um eure Leben. Kämpft, Leute, kämpft! Gegen zwei Monster. Oh lala, ein Gegner zieht zuerst, dann wir. Erschlag sie alle mit einem Duden, WB. Jawohl, ich habe eine neue Macht gewonnen. Der Fleischgewordene nennt mich ab jetzt, Leute, im Ernst. Ich habe einen neuen Superhelden-Namen für mich. Nennt mich bitte, Achtung.
Hier wacht ein bisschen Schauer unter euch. Nennt mich bitte WB mit seinem neuen Kampfname. Dudenmann. Entschuldigung. Ich brauche ein Cape dafür. Leute, wie sieht mein Cape aus als Dudenmann? Was steht drauf? Magische Worte? Sowas wie, ich habe immer recht oder drücke F7 und ich fixe dich oder was? Dr. Duden, Doc Duden, genau. Gelb mit einem großen D wie Duden drauf. Oh komm, Leute, wir nehmen das Spiel mal ein bisschen wieder ernster. Ich habe echt Tränen vor Lachen gerade hier. Komm, wir machen wieder weiter hier. Gott, ich habe Schlieren vor den Augen. So, jetzt geht's wieder. Also, wen greifen wir wo an? Was für eine schöne Karte hier. Ein Phantomkrieger, Stufe 2 Einheit. Was hat der Kollege drauf? Nahkampfangriff schwebt, immun gegen Psychologie, Schild tragend. Ah, wir sollten flankieren, sonst hat er mehr Rüstung. 8 Willenskraft, 11 Rüstung. Rüstung ist gegen physischen und Elementarschaden, Willenskraft gegen Weißen an Weißer Magie und gegen Todesmagie. Physische Resistenz sehr hoch. Ah, das ist blöd. Wir sollten mit Todesmagie angreifen und mit Weißer Magie. Sonst hatten wir ein Problem. Hm. Ah, das ist blöd. Wie lösen wir das denn? Gibt es auch Fernkampfangriff oder nur Nahkampf bei einem Phantomkrieger? Nur Nahkampf. Also wir brauchen physische oder wir brauchen Magieangriffe. Der untote Magier hat Todesbolzen. Todesschaden. Und wenn er Nors Fluch macht, er mag den und er macht ihn, fügt er mit 3 Fokus, er hat im Augenblick wie viel zur Verfügung? 6. Er kann das 2-mal pro Kampf machen. Allen Einheiten in einem 1er Radius um ihn herum, 4 in 4er Reichweite. Achso, er kann das aus. Das kann er von hier aus schon machen. Oder? Nee, nicht ganz. Er müsste etwas vorziehen und dann könnte er das machen. Dann könnte er Nors Fluch auf die alle machen. Wenn wir noch den Goblin schützen, verstrickender Schutz. Schuss, der kann einen von denen total ausbremsen, dass er sich nicht bewegen kann. Eine Möglichkeit den Hinteren. Oh Gott, verwurzelt. Resistenz elementar. Das wird... Er hat... Ach, wenn jemand 100% Resistenz hat gegen Elementar, dann klappt das nicht. Aber ansonsten sollte das doch klappen bei denen. Mit einer gewissen Chance klappt das. Es sollte eigentlich funktionieren mit ein bisschen Glück. Dann könnt ihr den Hinteren bremsen und Pia, die Wortgewandte, kann Barrieren beschwören. Dann könnten wir den Hinteren nochmal ausbremsen. Das wäre ein bisschen kompliziert. Lauffeuer. Brennen ist Elementarschaden, nutzt uns wenig. Heilen ist gut. Feuerball, das ist alles nicht so cool hier. Dann haben wir noch den Goblin-Schamanen. Der kann auch Einheiten heilen. Elektrokugel. Das ist Weißschaden. Das ist sehr hilfreich. Okay, jetzt haben wir das alles überhaupt mitbekommen. Ein Wunder, dass WBB überhaupt noch den Chat liest. Bei der niedrigen Rechtschreibtoleranz und dem Niveau im Chat. Da ist was dran. Also, der ist dafür super geeignet. Der ist super geeignet. Und der Goblin-Bogenschütze soll einen bremsen. Und der Vampir-Akolyt kann... Ja, die sind alle top. Nahkampfangriff auf die. Dann ziehen wir mit dem schon mal. Der kann nur bis hierhin fliegen. Ah, die könnten hintereinander fliegen. Ich würde den hinteren gerne einmal ausbremsen. Mit dem Goblin-Bogenschützen. Was hat der Schuss für eine Reichweite? 5er Reichweite. Hier hin. 1, 2, 3, 4. Das klappt nicht. Wir könnten den vorderen höchstens bremsen. Dann müsste der hintere an dem vorbeifliegen. Und der müsste an dem vorbeifliegen. 1, 2, 3, 4, 5. Bis hier vorne hin.
Der würde den dann allerdings erwischen. Das ist doof. Das ist doof. Ah, ich weiß. Wenn wir hierhin fliegen. Na. Wir müssen dem einen Bollwerk, den Vampir-Akolyten, einfach nach vorne ziehen. Der hält ja was aus. Nicht so zappelig sein. Einfach hier nach vorne hinziehen und dann automatischen Widerstand gegen den. Das wird schon klappen. Wie viel Schaden macht ein Angriff? 24. Das geht doch. Das heißt, wir ziehen mit dem Vampir-Akolyten hier vorne hin, in die Mitte. Einmal hier hin. 1, 2, 3, 4, 5. Mit ihm ziehen wir hier vorne hin. Mit dem Goblin-Bogenschützen schießen jetzt den verstrickenden Schuss hier drauf. Und hoffen, Minimum an Schaden. Es geht nur darum, dass der stehen bleibt hier. Ja, hat geklappt. Ist versucht so. So. Und das heißt, er kann jetzt für wie viele Runden nicht ziehen? Für zwei Züge kann er nicht ziehen. Und der zieht gleich an ihm vorbei und kann bis maximal hier vorne hinziehen. Das ist der Tank, der den stoppt. Der ist geschützt, der hat nur 31 Trefferpunkte. Und der hat zwei Angriffe ja noch. Der könnte zweimal angreifen. Er könnte hier hinziehen. Einmal zurück. Er würde einmal automatisch zuschlagen. Hat danach sogar noch einen Punkt übrig im Augenblick für diesen Schutz plus 20% gegen alles. Danke an euch. Ja, das könnte klappen, ja. Dann ziehen wir mit dem hier vorne, der Goblin-Schamane. Mit der Elektrokugel auf den Hinteren drauf schießen. Der wird noch ein bisschen abwarten. Der zieht. Ja. Dann ziehen wir in Schussreichweite zu dem hin. Hier vorne hin. Dann wird er den auf jeden Fall erwischen. Der zieht auf einen von den drei Feldern hin. Wenn er hierhin zieht, erwischt er den nachher aus dreier Reichweite, aus bester Entfernung. Einmal noch den untoten Magier. Da könnten wir jetzt schon den Fluch gleich machen. Hat eine Reichweite von 4 hierhin. Ein Nahkampfangriff ist nur physischer Schaden. Der müsste nachher dann... Ja, die Versuchung ist zu groß. Wir ziehen ihn einmal hier vorne hin. Machen einmal nur das Fluch hier hinten drauf. Ach, das ist relativ wenig Schaden. Ach, die sind dann geschwächt und erleiden Todresistenz minus 50% bis zum Ende der Partie. Super, machen wir. Einmal drauf, ja. Weil wir greifen die vor allem mit Todschaden an und diesen Statuseffekt haben die bis zum Ende des Kampfes jetzt. Sehr hilfreich. Wir haben noch Pia, die Wortgewandte. Die muss hier auch noch außerhalb der Reichweite bleiben. Die könnten wir hier hinziehen zum Beispiel. Den Feuerball. Da bekommt die Einheit noch brennend. Wird nicht unbedingt klappen, weil da gibt es keine 100% Chance. Aber der wird dann, wenn er brennt, maximale Lebenspunkte verlieren. Immer Runde für Runde. Könnten wir mal machen. Ja, kann man auch lassen. Also, ich würde es mal machen. Kostet auch keine Mana, ne? Kostet keinen Fokus. Machen wir einmal hier. Die Barriere, ich wüsste nicht, wozu uns die hilft. Weil wir wollen ja den isolieren von dem anderen. Der hintere soll ja nach vorne ziehen. Eine Runde weiter, die gehen dann automatisch hier in Verteidigen, weil die noch mindestens eine Aktion haben und plus 20% Resistenz. Und der kann tatsächlich nur bis hierhin laufen. Ach, guckt mal. Weil er geschwächt ist, ist er auch langsamer. Der kann nur hierhin laufen. Perfekt. Ich bin total begeistert. Dann könnten wir, wenn er nur bis hierhin laufen kann... Ja, genauso machen wir das. Eine Runde weiter. Er kann nur einmal die Elektrokugeln einsetzen. Jetzt kommt unser Rundenwechsel. Alle bekommen ihre Aktionspunkte einmal komplett zurück und... Ja,
den Goblin hätten wir noch einsetzen können. Stimmt, hatte ich übersehen gerade. So, genau so hat es funktioniert. Der kann immer noch nicht ziehen. Noch verwurzelt, eine Runde lang. Jetzt fallen wir einmal auf den Kollegen hier drauf. Hat der... Der hatte doch eine Spezialfähigkeit. Schild, schildtragend. Mehr Rüstung bei nicht flankierenden Attacken. Das heißt, wir versuchen, dass der sich hindreht, dass wir dem in den Rücken ballern. Mit Pia könnten wir zum Beispiel hier hinziehen, dann von hinten die Fernkampfangriffe machen. Die gelben Pfeile, die zeigen an hier. Der hat hierhin, hierhin und hierhin nicht flankieren mit Schild. Das heißt, wenn wir mit ihr hier hinziehen, hätten wir nur noch zwei Aktionen statt einer. Aber die erste wäre eine flankierende. Dann würde sie außerdem nach rechts umdrehen. Dann könnte man von links auch nochmal einmal flankieren und so weiter. Das würde ich machen. Einmal hier vorne hin. Wo weit... Was war denn das gerade? Achso, und nächste Runde kann er dann wieder ziehen, ne? Yes. Dreier Reichweite. Ist das flankieren? Bin ich mir nicht sicher, aber das ist auf jeden Fall flankieren. Einmal hier vorne hin. Jetzt einmal ein Fernkampf mit dem Feuerball. Fügt nicht viel Schaden zu, aber ein bisschen. Erstes Mal. Ach, war kein Flankieren. Jetzt hat er sich aber umgedreht. Jetzt dreht er sich hierhin um. Ist das Flankieren? Ja. Massiver Schaden. Super cool. Toll. Wunderbar. Jetzt kann der untote Magier. Lass uns ein bisschen überlegen. Der Tank gegen den da. Der sollte eigentlich gleich nach vorne ziehen. Ja, den hätte ich gerne durch den simpelsten Feind umgebracht, den es gibt. Gerne durch den hier. Alle bekommen einen Zuversichtsbonus. Jetzt ziehen wir mit dem Tank gleich nach vorne. Vorher allerdings, der kann nächste Runde ziehen. Mit dem Phantommagier, der kann nachher, wenn der Tank hier vorne steht, nur hier hinziehen, de facto. Kann man mit dem schon mal hinter ihn. Hier vorne hin. Und aus kürzester Entfernung. Zwei Aktionen haben wir. Die Todesbolzen draufjagen. Har, har, har. Und jetzt ziehen wir mit der Einheit dazwischen. Hierhin. Zwei Bewegungspunkte. Oh, keiner mehr. Das heißt, das könnte ein Flankenangriff werden hier. Schenkläster. Ich hätte ihn hier hinziehen sollen. Ich hätte ihn hier hinziehen sollen und nicht dahin. Das war ein bisschen... Das war doof. Ja, mehr können wir nicht machen. Eine Runde weiter. Ein Angriff. Wir schlagen zurück. Zweiter Angriff. Oh, der verliert viele Trefferpunkte. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es hinbekommen. Ein Sieg für uns. Niemand verloren. In meiner Welt ist das viel. Heldenhafter Sieg. Und das ist ja ein Vampir-Akolyt. Der kann nur regenerieren auf... durch den Heilzauber auf strategischer Ebene. Und da das eine mega starke Einheit ist, der war teuer in der Produktion, den müssen wir gleich irgendwie heilen und uns irgendwas überlegen. Ja. Beute, der Ruf in Windholm in der Zwergenstadt wird geringfügig besser. Asche bekommen wir auch, haben zwei umgebracht, alles gut. Als ein Geist nach dem anderen verblasst, zerspringen und bersten die jeweiligen Statuen. Ihr seid nun weit näher an das Studierzimmer herangekommen, das immer lohnenswerter erscheint. Wir laufen weiter voran, Leute.